Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute endlich mal wieder ein Video zum Thema Haare für euch. Um genauer zu sein, dreht es sich um diese wunderschönen Locken. Das sind hitzefreie Locken. Ich habe die jetzt über Nacht gemacht mit solchen Lockenwicklern hier. Ich glaube, die nennen sich Papillotten. Es sind an sich sehr simple Lockenwickler. Ich glaube, die kennt auch jeder. Gibt es gefühlt überall zu kaufen. Ich verlinke euch mal so ähnliche. Ich liebe es ja, die verschiedensten Lockenmethoden, Lockenwickler auszutesten und ich weiß nicht, wieso ich auf die hier erst vor kurzem gekommen bin. Ich fand die irgendwie immer langweilig, keine Ahnung, aber es sieht einfach mega schön aus. Deswegen dachte ich mir, nehme ich euch diesmal einfach mal mit, zeige euch, wie ich das mache. Ist jetzt auch nichts Besonderes, um ehrlich zu sein, aber falls es euch interessiert, bleibt gerne dran und dann würde ich auch schon sagen, starten wir mit dem Video und let's go! Das hier sind jetzt die Lockenwickler, die ich verwenden werde. Das sind ganz simple Papillotten. Ich habe es jetzt vor einer Woche das erste Mal gemacht und war mega begeistert. Also es sah sehr, sehr cool aus. Meine Haare, das werdet ihr gleich sehen, sind eigentlich so gut wie trocken. Ich habe die vor ein paar Stunden gewaschen und lufttrocknen lassen. Ich werde gleich jede einzelne Strähne ein bisschen so mit Wasser anfeuchten. Ich wollte jetzt meine Haare nicht komplett nass lassen, weil meine Haare sonst nie trocken werden über Nacht. Und ich habe jetzt tatsächlich, also hier ist ganz normales Wasser drin und ich habe ein bisschen von diesem Lockenmousse oder Creme dazugegeben und so ein bisschen vermischt. Das habe ich letztes Mal auch gemacht und die Locken haben eigentlich mega gut gehalten. So, ich habe das letzte Mal so gemacht, dass ich meine Haare in drei Partien aufgeteilt habe. Also erstmal hier ungefähr auf Höhe der Ohren einmal, danach ja hier auf Höhe der Schläfe und dann halt ja, die oberen Haare. Das mache ich heute genauso. Also ich glaube, da gibt es eigentlich nicht so viel zu erklären. So, das ist jetzt hier meine erste Strähne. Ich gehe so einmal ganz kurz in dieses Wasser rein. Wirklich nur leicht mit den Fingerspitzen. Und gebe das hier so ein bisschen rein. Ist auch wirklich nicht viel. Also meine Haare sind echt nicht nass oder so. Und dann kommen wir auch schon zu dem Lockenwickler. Ich starte hier halt, dass ich die Spitze einmal umdrehe. Und dann den Rest drum wickel und es geht einfach mega schnell. Ich war letztes Mal wirklich sehr überrascht, dass das so extrem schnell geht und das war es auch schon. Übrigens wickel ich meine Haare auch relativ fest um den Lockenwickler. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, also je nachdem wie fest ihr das macht, desto krasser wird dann halt am Ende auch die Locke. So, ich bin jetzt hier tatsächlich schon bei der obersten Haarpartie angelangt. Sieht ein bisschen weird aus, aber ich werde hierbei vor allem darauf achten, dass ich die Lockenwickler so weit wie möglich bis nach oben befestige. Das habe ich letztes Mal nicht ganz so gut hinbekommen, deswegen hatte ich auch nicht so viel Volumen im Ansatz. Also vielleicht klappt das diesmal besser, ich hoffe es einfach mal. So, und das war tatsächlich dann jetzt auch schon die letzte Strähne. Es sitzt alles relativ fest. Der hier baumelt ein bisschen rum. Den muss ich vielleicht nochmal neu machen. Aber so werde ich jetzt schlafen gehen. Es ist nicht mega bequem, aber die Teile sind relativ weich. Deswegen geht es auf jeden Fall klar. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt schlafen und melde mich dann morgen bei euch wieder. Dann machen wir das Ganze zusammen auf. Also, ja. So Leute, es ist jetzt der nächste Morgen. Meine Haare fühlen sich trocken an. Ich habe die auch wirklich nur ganz, ganz leicht angefeuchtet gestern. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf. Ich fange einfach hier unten an. So, die Lockenwickler sind jetzt draußen. So sieht das aus, also wie man erkennen kann, die sind wirklich alle perfekt geworden und die glänzen auch mega schön. Natürlich werde ich die jetzt nicht so lassen. Ich werde mir jetzt jede einzelne Strähne nehmen und die so einmal oder zweimal auseinander zupfen. Die sind auch gar nicht verknotet oder ähnliches, also ich kann da wirklich mega easy einmal so durchgehen. Und die so ein bisschen auflockern. Das mache ich jetzt, wie gesagt, mit jeder Strähne einmal.
So Leute, das sind jetzt meine fertigen Locken. So sehen sie aus. Ich bin mega zufrieden. Vor allem die glänzen auch so schön. Ich glaube, das kommt davon, dass ich gestern zu dem Wasser noch ein bisschen von der Lockencreme dazu gemischt habe. Aber ja, ich habe die gerade übrigens nochmal über Kopf kurz aufgelockert. Das mache ich einfach so mit meinen Händen. Und ja, ich trage die dann mega gerne auf der Seite. Muss man jetzt nicht, aber ich mag das einfach, wenn ich hier so viel Volumen habe. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt noch ein paar Szenen von den Locken ein, damit man es ein bisschen besser vielleicht erkennt. Auch nochmal von hinten und so. Und genau. Und das war es an dieser Stelle auch schon von meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch geholfen und gefallen hat. Falls ja, würde ich mich mega über einen Däumchen nach oben freuen. Abonniert mega gerne meinen Kanal. Schreibt mir irgendwas Cooles in die Kommentare. Gerne auch Videoideen. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.